scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Gabi Stratmann war auch schon öfters bei uns dabei. Sie ist unsere Philosophin. Also ich liebe sie einfach mit ihrer Art, wie sie die Themen rüberbringt. Und deshalb freue ich mich auch heute wieder ganz besonders, dass Gabi Stratmann dabei ist. Sie ist Unternehmerin, Philosophin, Autorin. Sie beschäftigt sich mit dem Ideal einer Gesellschaft, die von Werten und Nächstenliebe geprägt ist und Wohlstand für alle ermöglicht. Dabei stellt sie kritische Fragen und schaut hinter so manche Kulissen, um neue Wege für die Probleme unserer Zeit zu finden. Und davon haben wir ja wahrlich gerade genug. Ihre Beratungsschwerpunkte aus der Philosophie zusammengefasst sind Gesellschaft, Umwelt, Nachhaltigkeit und Perspektive Zukunft. Sie schreibt Bücher zu den Themen Ethik und Moral, Gesellschaft und Ökonomie sowie Einflussmechanismen auf Beziehungen aller Art. Ihr Thema heute: Good Vibes Only. Gute Schwingungen, Energien, nur diese. Die Suche nach dem Ort, den es geben müsste, Utopie versus Lebensglück. Warum wir Gebrauchsanweisungen für unser Leben benötigen und wir 24 Stunden Glück empfinden sollen. Schönheit, Attraktivität und anziehende Ästhetik drücken sich aus im Herzen, in unseren Werten, in unserer Art der Artikulation und in unserer Haltung. Doch was passiert, wenn Optimismus toxisch wird? Woran erkenne ich ungesunde Mechanismen und wie finde ich den Ort, den es geben müsste? Also seid alle mit mir gespannt. Heute Abend auf Gabi Stratmann und das Mikrofon gehört dir, liebe Gabi. Ja, vielen Dank. Ich versuche heute Abend in 10 Minuten den Bogen zu spannen zwischen der klassischen Wissenschaft, die man gleichermaßen liebt wie ablehnt, und eben auch tatsächlich in diesen spirituellen Weg einzutauchen, und greife gleich das Thema Herz und Mut von Jean-Marie auf, weil es sich wunderbar ergänzt. Ich habe gerade überlegt, wie gestalte ich den Einstieg. Jean-Marie, ich hatte einen anderen geplant, das geht sich nicht mehr aus. So, aber ich nehme euch einfach mal mit auf eine Reise, auf ein Beispiel, wie ich es beobachtet habe. Wie du schon gesagt hast, good vibes only. Wir haben heute eine Einstellung, wo wir alle immer funktionieren sollen, glücklich sein sollen, positiv gestimmt sein sollen. Wir leben im Lifestyle, in der Leichtigkeit. Wir sind alle chillig und entspannt und alles gelingt uns, also vom Allerfeinsten. Es gibt überhaupt keine Krisen mehr. Also wenn man so die Social-Media-Kanäle anschaut und rechts und links sich mal unterhält oder ein wenig die Menschen beobachtet, dann nehme ich etwas anderes wahr. Die Frage ist: Wie können wir es denn schaffen, immer in einem Glück zu verweilen und uns nicht irritieren zu lassen? Ich war neulich einkaufen, kommt gelegentlich vor, der ein oder andere wird es auch tun. Und ich neige gelegentlich als Philosophin dazu, mal so rechts und links die O-Töne mir anzuschauen oder anzuhören. Und ich sehe ein Ehepaar mit einer ganz klassischen Rollenverteilung. Die gingen einkaufen, die unterhielten sich mal mehr, mal weniger angeregt. Ich bin so hinterher, also gefühlt mit solchen Eselsohren und Elefantenohren. Und ich habe wirklich, war wahnsinnig interessant, was die erzählt haben. Und jetzt kam folgender Dialog. Wir gingen also durch die Drogeriebereiche und sie fragte ihn auf einmal: Du Schatz, sag mal, haben wir eigentlich noch Waschpulver zu Hause? Ich würde am Wochenende gerne die Wäsche machen. Und denke ich, jetzt bin ich gespannt. Ich sah die Körperhaltung von ihm schon. Und der raunzte sie nur an: Ja, was weiß denn ich? Das ist doch deine Aufgabe, musst du doch wissen, ob was da ist. Und ging weg, schnappte sich den Wagen, ging also gleich in den nächsten Gang, parkte sich dort mit hochrotem Kopf, kopfschüttelnderweise. Und ich dachte, oh ja, also die Good Vibes, die sind nicht mehr only Good Vibes, der Haussegen hängt schief übers Wochenende. Und habe auf die Reaktion von ihr gewartet. Und es dauerte nicht lange, da kam die Reaktion und sie sagte: Das ist ja wieder typisch, Männer, alle gleich, für den Haushalt bin ich gerade mal gut genug, es war ja wieder klar, so was mache ich denn jetzt? So, und jetzt nahm sie das Waschpulver und sie griff und sie wollte es loslassen und ich habe dann so ganz diskret meinen Wagen hingeschoben, weil es wäre auf dem Boden gelandet.
Ich habe nicht mehr viel dazu gesagt. Ich habe dann nur, ja, passt, naja, Männer ist schon manchmal so und bin dann weiter. Ich habe sie noch eine Weile wahrgenommen und habe mir aber hinterher die Frage gestellt, was ist da passiert? Und warum bringe ich das hier anhand dieser Beziehungskonstellation? Weil Good Vibes entstehen in allen Beziehungskonstellationen. Ob das Paarbeziehung ist, ob das im Freundeskreis ist, ob das in der Schule ist, bei Kunden etc. Überall haben wir Beziehungskonstellationen. Was ist jetzt bei den beiden passiert? Es ist der Klassiker. Er hat ihr durch diese abfällige Bemerkung signalisiert, du bist mir egal, unsere Beziehung ist mir egal und der Haushalt interessiert mich auch nicht. Wäsche waschen ist deine Aufgabe, was kümmert es mich? Sie hat entsprechend darauf reagiert. Sie hat genau das wahrgenommen. Für den Haushalt bin ich gut genug, der Herr lässt sich bedienen. Ja, es war genau diese Enttäuschung zu spüren. Jetzt stellt sich natürlich bei mir die Frage, was hätte er denn jetzt tun können? Wie hätte er anders reagieren können, um irgendwie die Good Vibes übers Wochenende zumindest aufrechtzuerhalten? Gar nicht so einfach. Die meisten schlucken erstmal. Ganz einfach, er hätte ein anderes Signal senden können. Sinngemäß, du Schatz, das weiß ich auch nicht. Ich habe da auch gar nicht mehr drüber nachgedacht. Da lass uns doch einfach was mitnehmen. Wir sind immer auf der sicheren Seite. Waschmittel brauchen wir immer. Sie hätte sich zumindest etwas mehr angenommen gefühlt. Sie hätte sich vielleicht gedacht, naja, ich muss ja eh wieder waschen. Aber sie wäre wertgeschätzt gewesen in der Fragestellung, in der Not, in der sie ja war. Mir geht es gerade nicht gut. Haben wir jetzt Waschmittel, ja oder nein? Waschmittel brauchen wir immer. Beziehungsgefüge stellen immer, unabhängig der Konstellation, nur drei Fragen. Frage 1, was brauchst du? Frage 2, was brauche ich? Und Frage 3, was braucht die gemeinsame Beziehung in einer Paarbeziehung? Und in allen anderen Konstellationen, was braucht der gemeinsame Umgang, damit er in einer positiven Energie oder Schwingung oder Frequenz, wie auch immer du das nennen möchtest, bleibt? Und das haben wir im Alltag ein wenig verlernt. Im Grunde geht es nur darum, diese drei Fragen ehrlich zu beantworten und sie sauber und vernünftig zu organisieren, so unromantisch das klingt. Aber im Grunde ist es nichts weiter als eine vernünftige Organisation der Bedürfnisse der eigenen und des jeweils anderen sowie des Gemeinsamen. Stellt euch mal Folgendes vor. Ich gebe euch hier und jetzt eine wertvolle Glaskugel in die Hand. Sie ist zerbrechlich wie eine Seifenblase. Faszinierend schön. Sie ist leicht, kaum spürbar in euren Händen. Und sie muss von einem Ort zum nächsten transportiert werden. Es gibt keine andere Möglichkeit, außer diese mit euren Händen zu transportieren. Und diese Kugel ist 1 Billion Euro wert. Was macht ihr? Ihr fangt an zu zittern. Der Körper spannt sich an, die Muskulatur spannt sich an. In unserem Kopf arbeitet es, bloß nicht fallen lassen. Um Gottes Willen, wenn da was ist, den Schaden. Wir hüten diese Kugel bis zum letzten Meter und gerade die letzten Meter, Zentimeter sauber absetzen, dass bloß nichts passiert. Wir gehen damit um wie unser Goldschatz, als wäre es unser eigenes Vermögen. Jetzt übertragen wir genau das in die Beziehung, in gute Energien, in Good Vibes. Jetzt stellt euch vor, diese Kugel ist das Herz eines anderen. Mein Herz in deinen Händen, besonders in der Paarbeziehung. Was neigen wir Menschen dazu? Wir quetschen dieses Herz förmlich zusammen. Warum? Weil unsere positive Energie nicht immer mit der Schwingung unseres Gegenübers übereinstimmt. Wir erwarten, dass der andere so denkt und fühlt und tickt und agiert und handelt wie wir. Wir wollen bei manchen Dingen, gerade bei Arbeitsteilung, nicht so gerne gefragt werden. Da leben wir oft, was interessiert es mich? Das verletzt wiederum den anderen. Er fühlt sich nicht wertgeschätzt. Mein Herz in deinen Händen heißt im Grunde, in dem Moment, in dem ich mich auf andere Menschen einlasse, in der Paarbeziehung etwas intimer und intensiver, in anderen Beziehungen, öffnen wir uns aber. Wir geben unser Seelenleben preis, wir geben wunde Punkte preis, wir geben Bedürfnisse preis, Wünsche preis. Und damit gilt es sehr behutsam umzugehen, denn wir betreten hier heiligen Boden, sind wir wieder beim Schöpfer. Wir betreten hier heiligen Boden und wir überlegen sehr genau, wem wir hier Zutritt gewähren und wem nicht. Der Idealfall ist,
dass dieser Zutritt mit Loyalität, Respekt und Wertschätzung angenommen wird. Überleben wäre auch gut, wenn wir es überleben würden. Wir erleben aber in unserer Gesellschaft ganz häufig, bewusst wie unbewusst, eine toxische Form des Optimismus. Wie ich eingangs gesagt habe, alles ist easy, alles ist ganz einfach. Wir sind immer in guter Schwingung, wir haben immer gute Laune, nichts kann uns anhaben. Da können Existenzängste vorliegen, die reden wir schön. Da bricht ein Vulkan aus, den reden wir schön. Da haben wir Erdbeben, das reden wir schön. Also wir relativieren Gefahren, machen daraus eine Euphorie und das, was wirklich gut ist, neigen wir dazu, herunterzuspielen. Und damit laufen wir Gefahr, dass wir im Umgang mit unseren Mitmenschen kleine Giftspritzen setzen. Das merkst du an folgender Stelle. Du bist in Kontakt mit anderen Menschen und hast im Idealfall gute Impulse, ein gutes Gefühl, fühlst dich im schlimmsten Fall nur neutral und bist immer noch voller Energie, freudig erregt, wie ich so schön sage. Meine ich nicht im Intimen, ja, sondern einfach positiv beseelt von dem Kontakt zum anderen Menschen. Und dann gibt es Personen oder Konstellationen, wo wir anschließend anfangen zu zweifeln, Fragen haben, eine gewisse Schwere spüren, denken, naja, weiß ich nicht, vielleicht nochmal Kontakt gehen, ja oder nein. Wir fangen an, uns selbst zu hinterfragen. Wir geben manchmal Dinge auf. Es gibt Menschen, die geben ihren Job auf. Es gibt Menschen, die zweifeln plötzlich ihr Tun an. Sind wir wieder beim Thema Mut, ja, wie der Jean-Marie es gerade gesagt hat. Herzugehen und zu hinterfragen, warum fühle ich mich nach einem Kontakt plötzlich schlecht, nach einem Gespräch, nach einem Spaziergang? Was läuft da? Und in dem Moment geht diese Energie, die zu uns rüberschwappt, in eine negative Richtung über. Das erkennen wir an solchen Mechanismen. Da kommen emotionale Erpressungen. Subtil. Kann das sein? Hat die Person das denn wirklich so zu mir gesagt? Wir zweifeln daran, weil wir uns das ja gar nicht vorstellen können, weil in uns das sowas nicht ist. Sprechen wir Themen an, die uns belasten, weil wir irgendwann feststellen, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich fühle mich jedes Mal schlecht mit irgendeiner Situation. Andere spielen mir das tolle Leben vor und ich kämpfe an allen Fronten. Kann ja sein. Erleben wir aktuell gerade mehr. Sagt nur das Thema Impfen. Der eine ist dafür, der andere ist dagegen. Beides ist in Ordnung, muss man sich nicht bekämpfen. Erleben wir aber draußen. Es gibt Übergriffigkeit. Und wenn wir jetzt ein Problem ansprechen, jetzt kommt es auf die Reaktion unseres Gegenübers an. Eine positive Person nimmt es zur Kenntnis, entschuldigt sich, reflektiert, verändert etwas. Wirst du aber manipuliert und diese positive, überschwängliche Euphorie, die fast schon gekünstelt wirkt, die reagieren anders. Die eine Reaktion ist, man ignoriert es und macht so weiter wie bisher. Also man schätzt nicht wert, was wir gesagt haben. Also unser Bedürfnis, bei uns zu bleiben, ist hier ganz wichtig. Und die zweite Reaktion, man macht dir Vorwürfe. Naja, also so wie du darauf reagierst, es ist doch dein Problem, ist selber schuld. Dahinter steht die Aussage, ich kann mit dir tun und lassen, was ich will. Und jetzt sind wir wieder, deswegen knüpft es so schön an unserem ersten Vortrag an. Schaffe ich es wirklich, bei mir zu bleiben und mich von rechts und links, gerade in einer sehr lauten Welt, nicht beeinflussen zu lassen? Also was fühle ich? In dem Moment, wo wir also merken, diese überschwelligen Good Vibes sind nicht echt, sie sind gespielt. Ich kann noch so viel Mindset-Arbeit machen, wenn das Gefühl nicht folgt, habe ich ein Problem. Dann geht das nicht gut. Und da sind wir wieder in der Körpersprache. Auf den Bauch, auf Herz und auf den Verstand hören. Wie finde ich denn aber jetzt wieder den Ort, den es ja geben müsste? Weil ich sage, also dauerhaftes Lebensglück ist Utopie. Ist es auch. Ich bin nicht 24 Stunden dauerglücklich und ich bin ein sehr, also meistens schon. Aber es gibt Phasen, wo es einfach mal nicht so ist. Ja? Optimismus heißt nicht, dass ich keine Angst habe, dass ich nicht mal zweifle, dass nicht mal die Tränen fließen, dass ich nicht mal alles hinschmeißen möchte oder Schmerz empfinde oder auch Enttäuschung. Es gibt so schöne Begriffe, ich nenne sie jetzt wirklich mal Begriffe, die wir aber mit Leben füllen müssen. Es ist wichtig in Beziehungskonstellationen, die Schwächen und die Probleme und die Baustellen des anderen zu kennen. Heiliger Boden, da waren wir gerade schon. Warum? Nicht, um dort hineinzuschlagen oder es für uns auszunutzen, sondern um diese wunden Punkte nach Möglichkeit nicht zu berühren. Und wenn es uns doch passiert, haben wir die Wund- und Heilsalbe im Gepäck. Und wir wissen, das ist die Narbe, die Wunde, die aufgeplatzt ist.
jetzt müssen wir sie versorgen. Das ist ein wertschätzendes Miteinander, die Good Vibes auch produziert. Es gibt das Wort Liebe, das nennt man Taktgefühl, das nennt man Pietät, das nennt man Respekt. Ästhetik haben wir im Eingang schon gehört. Ja, der ästhetische Umgang mit dem anderen. Echte Wertung, meine Haltung drückt meine Art der Kommunikation und der Liebe zum Nächsten aus. Respektiere ich, dass jemand eine andere Gefühlswelt hat und etwas ganz anderes mit guten Energien verbindet wie ich oder eben nicht? Wir haben das Thema Wohlwollen und Toleranz. Kann ich auch kleine Unzulänglichkeiten bei meinen Mitmenschen lieben lernen? Ist das Schnarchen nun lästig oder Musik in unseren Ohren? Es ist eine Einstellungssache. Ja? Die Polaritäten, die wir haben, nicht nur Mann und Frau, sondern die Stärken und Schwächen, die müssen wir lernen, im Miteinander gegenseitig auszubalancieren. Und dann haben wir auch Good Vibes. Denn diese Good Vibes, die wir ständig leben sollen, wie wir uns von außen aufsuggerieren lassen, die können wir nur in uns drin aufrechterhalten. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir auch gute Energien im Umgang mit uns und im Umgang mit unseren Mitmenschen und können vor allen Dingen eines, jeden so lassen, wie er ist, um gemeinsam zu wachsen. Dankeschön.